So, hier zwischen, was heißt zwischen, oben bei Zuffenhausen. Ein wunderschöner Blick über Stuttgart mit den Weinbergen hier. Also es ist echt Wahnsinn, was man hier erleben kann, wenn man ein bisschen abseits der Pisten läuft, wie ich schon oft gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz will ich mal ein bisschen über unsere eigentlichen Absichten im Leben reden. Denn wie häufig ist es so, dass wir denken, wir wollen etwas, ne? Oder wir denken, haben eine Vorstellung davon, was richtig ist, da habe ich auch schon oft drüber geredet, und merken dann irgendwie, dass wir nach diesen Standards gar nicht so leben können. Und ich habe mal eine gute Methode, wie man sich irgendwie überlegen könnte, was man denn wirklich jetzt nun will und was nicht. Und was wirklich tief, was seine tiefsten Ängste sind, was seine tiefsten bösen Seiten, seine tiefsten guten Seiten. Was will man wirklich an Gutem tun? Was will man, wenn man sich überlegt, was will man wirklich als, also was für böse Dinge wollte man, hatte man schon immer mal im Kopf und hat sie unterdrückt und hat sie nie ins Herz geschlossen und somit verwandelt und somit für nichtig erklärt. Und diese Dinge kann man sich am besten herleiten, wenn man sich einfach mal vorstellen würde, man wäre unsichtbar. Stell dir mal vor, du wärst unsichtbar und könntest deinen Alltag komplett unsichtbar bestreiten, ohne dass dich jemand sehen würde, ohne dass dich irgendjemand für irgendwelche Handlungen verantwortlich machen könnte. Und stell dir das wirklich tiefgehend vor. Und dann überleg dir, was du da alles tun würdest. Du wärst also in deiner Alltagsumgebung, du könntest überall hingehen, zu jedem Menschen, in jede Situation. Überleg dir ganz genau, geh du durch deinen Alltag durch, von Tag zu Tag, Wochenende, unter der Woche, im Urlaub, mit verschiedensten Menschen, wenn du die Familie besuchst und so weiter. Und dann überleg dir, was du alles tun würdest. Und dann schau dir an, was das alles ist, was du tun würdest. Und akzeptiere das, was du tun würdest. Und schließe alles, öffne dein Herz für alles, was du tun würdest in der Situation. Und akzeptiere es als einen Teil von dir. Und schließe es ins Herz. Und habe keine Angst davor, dir selbst zuzuhören in der Hinsicht. Habe keine Angst, dein innerstes Böses, deine innersten Ängste, deine innersten, geheimsten Fantasien da herauszuholen. Und das ist ein guter, diese Vorstellung, sich unsichtbar zu machen, ist eine sehr gute Herleitung dafür. Weil viele Menschen da keinen Zugang haben, die können sich das schlecht vorstellen. Die haben da, man braucht also quasi so ein kleines Ventil, was dann dazu führt, dass das alles hochkommt, was man da hochgebracht sehen will, sozusagen. Und dann alles ins Herz schließen, alles akzeptieren, so wie es ist. Und wenn man diese Dinge ins Herz schließt und akzeptiert, dann lebt man viel stärker nach seinen wahren Richtlinien, nach seinem wahren Herzen. Das heißt jetzt nicht, dass man plötzlich kriminell wird oder so ein Scheiß. Überhaupt nicht. Aber man hat diese bösen Seiten, die jeder in sich hat, hochgeholt. Man akzeptiert sie, man tut sie anerkennen, man arbeitet also nicht mehr gegen sich selbst. Und was bringt uns dazu, aus der Rolle zu fallen oder anderen Menschen Leid zuzufügen oder der Welt Leid zuzufügen? Das kommt alles nicht durch den Gedanken, den man an sich inhaltlich hat, sondern dadurch, dass man dagegen ankämpft, gegen diese Gedanken, dass man einen Widerspruch in sich hat, dass man mit sich selbst im Krieg ist. Und das überträgt sich nach außen, in den Krieg nach außen, in den Krieg mit anderen Menschen und mit der Welt sozusagen. Das ist ein kleiner Tipp, um sich selbst besser kennenzulernen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.